Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es ein schnelles Rezept mit Blätterteig. Dafür benötige ich Blätterteig, etwas Milch, Puderzucker, Schokoküsse sowie eine Karamellsoße. Der Blätterteig wird ausgerollt und in zwei gleich große Stücke geschnitten. Von den Schokoküssen entferne ich die Waffeln und lege sie auf den Blätterteig. Nun zerdrücke ich die Schokoküsse etwas. Über die Schokoküsse gebe ich noch etwas Karamellsoße. Die eine Seite des Blätterteiges wird über die Schokoküsse gelegt. Die andere Seite schneide ich in 1 cm lange Streifen. Nun werden die Streifen über die andere Seite der Schokoküsse gelegt. Die beiden Enden des Blätterteiges werden fest verschlossen und ich bepinsel alles mit Milch. Nun kommen die beiden Teilchen bei 180 Grad für ca. 20 bis 25 Minuten in den Ofen. Danach gebe ich nur noch etwas Puderzucker darüber. Wenn euch das Rezept gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert auch gerne meinen Kanal.